grob. Ich habe Sie ja schon den ganzen Tag nicht gesehen. Es ist doch jetzt schon die zweite große Pause. Und ist alles in Ordnung bei Ihnen? Sie sehen irgendwie gestresst aus. Ach, Hallöchen, Frau Lieb. Ja, ich freue mich auch, Sie zu sehen. Ja, heute ist ein sehr, sehr stressiger Tag. Ich hatte heute mit Frau Blume eine Unterhaltung und anscheinend haben wir hier eine neue Epidemie bei uns auf der Schule, eine neue Krankheit. Was? Eine neue Krankheit? Oh, wie schrecklich. Wir sollten dringend das Krankenhaus alarmieren. Die müssen doch vorbereitet sein, wenn so viele neue Patienten kommen. Um Himmels Willen, was ist es? Ja, es ist furchtbar, ich weiß es auch noch nicht. Also, Frau Blume meinte zu mir nur, dass hier die TikTok-Krankheit herrsche und ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. TikTok, ist das irgendwie eine Krankheit wegen Verspätung oder sowas? Ach, das könnte wirklich sein, TikTok. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie davon gehört, aber es ist vermutlich eine furchtbare Krankheit. Ja, ich müsste mal bei den Ärzten nachfragen. Und sie meinte, dass es besonders in den Pausen schlimm ist. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich würde gerne mal die Schüler beobachten. Herr Grob, dann sollten Sie sich am besten mal Richtung Schulhof bewegen. Vielleicht kann man da schon erste Symptome ja, oder sowas natürlich, sehen Frau Lieb, bei den Kindern. Sie haben immer recht. Natürlich, das werde ich tun. Oh Gott, wie schrecklich. Schon wieder diese Kinder. Schaut sich immer diese Kinder an. Oh, Frau Blume, schön, dass ich Sie treffe. Ich wollte wegen der TikTok-Krankheit nochmal gucken. Also, wie sieht's denn da aus? Haben die Kinder Fieber oder wie? Was? Fieber? Nein, ja. Herr Grob. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nein, das ist eine App für Kinder. Also, nein, fürs Handy. Okay, Leute, ihr seid jetzt alle in meinem TikTok. Und alle Hände nach links. Ah, okay, ich mache auch einen TikTok. Also, ich erzähle einen Witz und ihr müsst so tun, als wärt ihr mein Publikum und ich schneide das dann hinterher. Oh, klasse, ja. Ich kann auch sowas, wo man mit einem Filter die Stimme verändern kann. Das mache ich mal direkt. Hanna, folgst du mir eigentlich schon? Dann folge ich dir auch. Also, Frau Blume, das verstehe ich nicht. Sie haben doch von einer Epidemie geredet und ich meine, eine Epidemie bei uns in der Zeit ist doch eine Krankheit, oder nicht? Ich meine, gut, die Kinder sind am Handy, aber so ist die Generation halt. Aber Herr Grob, das wollen Sie ja wohl nicht unterstützen. Jedes Mal in der Pause tanzen die alle zusammen oder erzählen Witze und alle immer mit Handy. Ach, Frau Blume, also in meiner Zeit haben sich meine Eltern auch über mein Verhalten beschwert, aber das ist doch normal. Sehen Sie sich das doch an! Lassen Sie die Kinder doch Kinder sein. Das dürfen wir als Lehrkräfte nicht zulassen, Herr Grob. Also in der Pause, da sollen sich die Kinder entspannen und nicht sowas machen. Wollen wir kurz rausgehen und ein TikTok-Video machen? Ich habe da eine gute Idee. Ja, können wir machen, Hanna, aber da musst du in meinem Video auch dabei sein. Hey, und ich habe so ein Video gesehen, wo man Gedanken lesen wohl kann über TikTok. Keine Ahnung, das will ich dann auch machen. Gedanken lesen über TikTok? Also seid ihr total verrückt geworden? Tick, tick, tick. Ach, Frau Blume, das ist doch alles nur Spaß. Sind Sie eigentlich auch auf TikTok? Ich würde Ihnen dann folgen. Also hören Sie das, Herr Grob? Die Kinder sind total verrückt geworden. Die können doch nicht mal mehr normal reden. Naja gut, also Sie sind ja auch eine Lehrkraft von mir und ich muss das auch respektieren und dann würde ich das gerne mal gleich mit der Klasse besprechen. Oh Mann, das ist so lustig, TikToks zu machen, besonders in der Pause, da haben wir eine gute Beschäftigung. Kinder, einmal bitte kurz zuhören. Bevor ihr jetzt in die fünfte Stunde geht, hätte ich da noch eine Sache. Es geht um eure Handys. Ja, Herr Grob, wir wissen, dass wir die Handys im Unterricht nicht benutzen dürfen. Das haben wir auch noch nie gemacht. Ja, das stimmt. Und wir sind hier ja ziemlich locker, was Handys angeht. Also, ich finde das in Ordnung, wenn ihr in der Pause die Handys benutzen könnt. Ihr übertreibt es ja auch nicht. Und nirgendwo ist laute Musik oder laute Videos. Aber wir hätten da eine Sache, die wir mit euch besprechen wollen. Wie bitte besprechen? Nein, ab sofort keine TikToks mehr. Das ist jetzt verboten. Was? Warum das denn? Herr Grob, stimmt das? Also, das finde ich jetzt nicht so fair. Wir haben es doch nicht im Unterricht unfair. Oder so gemacht. Ich meine, es gibt andere Kinder, die machen das im Unterricht. Und wir machen das nur in den Pausen, wenn wir dann frei haben. Das können wir hier nicht zulassen. Also, ihr sollt die Pause draußen bei den Pflanzen und bei den Blumen verbringen. Frau Blume, nein, nein, Kinder, so ist es nicht. Wir werden es nicht direkt verbieten, aber ich möchte mit den anderen Lehrern darüber reden. Und ich meine, ich muss diese App auch verstehen. Also, wenn die in Ordnung ist, dann habe ich damit kein Problem. Herr Grob, Sie können mir ruhig glauben. Also, die Kinder machen damit nur Blödsinn. Singen und tanzen und Witze erzählen. Das braucht keiner. Wie, was? Genau das braucht doch jeder. Ein bisschen tanzen, ein bisschen Blödsinn machen ist doch lustig. Also, Kinder, seid ihr euch sicher, dass ihr das jetzt Herrn Grob sagen wollt? Also, gut, okay, Herr Grob, die Kinder hätten hier was. Ihr habt doch jetzt aber eigentlich Sportunterricht. Kinder, wir haben hier gerade eine Diskussion um TikTok. Keine Ahnung, worum es hier jetzt genau geht. Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Nein, nein, nein. Herr Grob, wir haben das schon eben von Herrn Coach mitbekommen. Also, dass wir irgendwie TikTok-Verbot bekommen sollen und so. Aber das finden wir nicht in Ordnung. Oh, das wird mir hier langsam aber ein bisschen zu viel. Jetzt will jeder seine Meinung dazu sagen. Oh, wie machen wir das nur? Herr Grob, ganz einfach. Verbieten Sie einfach TikTok und alles, was mit Handys zu tun hat. Dann haben wir es einfacher. Herr Grob, machen Sie das bitte nicht. Also, wir haben Handys nur in unserer Freizeit benutzt. Und mehr nicht. Wir haben nicht damit gestört oder so.
Also da muss ich den Kindern aber recht geben, Frau Blume. Also ich bin auch nicht dagegen, wenn die Kinder hier Handys in der Freizeit benutzen. Ich meine, manchmal hilft es den Kindern ja auch. Ich denke, ich weiß, was wir da machen. Ich möchte, dass ich alleine entscheiden. Wir werden eine Schulkonferenz einberufen wegen dieser Sache. Nur mit den Lehrern natürlich. Herr Groh, wieso denn? Wir können das doch nicht alles verbieten. Bitte nicht. Ach Mann, jetzt haben wir mal eine echt coole Beschäftigung für die Pause gefunden und jetzt wird uns das wieder weggenommen. Keine Ahnung, aber manche Schüler haben in der letzten Zeit auch wirklich damit übertrieben. Ich kann Frau Blume ein bisschen verstehen. Ja, okay, vielleicht gab es ein paar bei uns auf der Schule, die das irgendwie im Unterricht gemacht haben. Aber dann werden die auch dafür bestraft. Ich meine, dann kriegen die auch Ärger. Wir haben das noch nie gemacht und warum jetzt alle bestrafen? Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich hoffe, dass die Lehrerkonferenz gut ausgeht. Und wir müssen auch was dagegen tun. Nun gut, herzlich willkommen hier zu der Schulkonferenz. Ich weiß, wir haben schon alle Feierabend, aber es geht um eine besondere Sache. Um TikTok. Frau Blume hat schon fast auf eine Epidemie hingewiesen, dass hier nur noch TikTok benutzt wird. Ich meine, ich habe diese App noch nicht so ganz verstanden, aber ich sehe darin eigentlich kein Problem. Ach ja, mein Neffe benutzt das auch hier ab und zu. Ich meine, das ist schon ziemlich witzig, da kann ein bisschen was nachgesprochen werden oder gesungen werden oder was Eigenes. Finde ich manchmal gar nicht so schlecht. Ach, meine Tochter, die benutzt das auch. Also wir Erwachsenen verstehen das nicht so ganz, aber die finden das lustig, die Kinder. Stopp, ich leg hier mein Veto ein. Also aber so kann Frau das Blume, nicht weitergehen, Herr Groh. Beruhigen Sie sich doch. Ich möchte auch jede Meinung hier irgendwie einholen. Könnt ihr mir vielleicht mal einer zeigen, worum es denn jetzt bei TikTok wirklich geht? Herr Grob, schauen Sie doch mal hier. Ich habe einen eigenen Account. Sie können gerne mal einen Blick in mein Handy werfen. Ach, die junge Kollegin. Ja, okay. Ach, das ist doch die Hanna. Ach, die tanzt. Ja, also die singt und tanzt, okay. Ja, witzig. Also, Frau Blume, ich muss ehrlich sagen, ich sehe da jetzt nicht so das große Problem. Sie sind halt ein bisschen kreativ. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ja, Herr Grob, aber die Kinder sind nicht mehr auf dem Spielplatz. Sie machen das immer in der Pause. Ja, Herr Grob, also da muss ich Frau Blume zustimmen. Es stört mich auch ein bisschen. Und letztens habe ich ja welche auch im Unterricht erwischt. Nun gut, ich habe sie dafür bestraft und sie musste nachsitzen, aber es nervt schon. Hören Sie, ich bin mit dieser Meinung nicht alleine. Schwierig. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe damit kein Problem. Ich meine, das sind halt die Medien, die Kinder heutzutage benutzen. Wir haben davon vielleicht nicht so viel Ahnung. Also ich benutze diese App hier und da auch. Ist eigentlich ein ganz guter Zeitvertreib. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Nun gut, dann werden wir gleich noch eine geheime Abstimmung da haben. Jeder gibt bitte Zettel ab und dann werde ich das im Endeffekt nochmal entscheiden. Also ich bin dafür, dass es an der kompletten Schule Handyverbot gibt und das werde ich gleich auch auf diesen Zettel draufschreiben. Och, der arme Herr Grob, der scheint ja wirklich ein ernstes Problem zu haben. Ich hoffe, er entscheidet sich richtig. Hallo Leute, wir haben uns heute hier nach der Schule versammelt, weil wir gegen die Lehrer vorgehen wollen. Die wollen uns unsere Handys wegnehmen. Leute, hört mir doch mal zu. Wollen wir das nicht ernst nehmen, dieses Problem? Leute, hört doch mal Hanna zu. Ich meine, es geht wirklich um die ganze Schule und die wollen uns auch in der Pause das Handy verbieten. Ich meine, haben wir übertrieben? Nein. Also Hanna, leg los. Also, ich finde, wir sollten alle unsere Eltern informieren und vielleicht können wir einen Elternabend mit Schülern zusammen dann einberufen. Was? Meine Eltern, die erlauben mir jetzt schon nicht, das Handy zu benutzen. Die werden auf jeden Fall dafür sein, dass das Handy verboten wird. Oh, Kinder, was macht ihr denn hier noch? Ihr habt doch schon alle Schluss, aber gut, dass ich euch hier antreffe. Ich habe eine wichtige Mitteilung für euch. Herr Grob, wir haben doch nichts falsch gemacht. Oh, Herr Grob, ich hoffe wirklich, dass Sie sich richtig entscheiden. Die Abstimmung bei den Lehrern war jetzt 50-50, aber Sie haben die meiste Stimme. Kinder, es geht um TikTok und um Handys und alles drumherum. Da habe ich eine Ansage zu machen. Also wir haben natürlich mit den Lehrern darüber geredet und die Abstimmung war 50-50. Aber ich als Schuldirektor habe natürlich die wichtigste Stimme dazu. Aber so wie ich Herrn Grob jetzt kenne, entscheidet er sich wahrscheinlich gegen das Handy. Er ist ja doch manchmal schon ganz schön streng. Also nach langer Überlegung entscheide ich mich natürlich für das Handy, wie wir es jetzt schon gemacht haben. Also ich finde das vollkommen in Ordnung. Wenn wir nicht übertreiben, dann finde ich das auch in Ordnung. Ach bitte nicht, Herr Grob, bitte nicht. Hanna, hast du mir nicht zugehört? Es ist in Ordnung. Wirklich? Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Cool. Wir dürfen weiter in der Pause TikToks machen? Ja, ich habe damit kein Problem. Wir bleiben weiter so, wie es bisher war. Also mir ist das jetzt nicht negativ aufgefallen. Natürlich, wenn ich es merken sollte, dann müssen wir nochmal darüber reden. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass Herr Grob doch dafür ist und das erlaubt. Cool, echt cool von ihm. Eben wurde mir auch ein TikTok von dir gezeigt, Hanna. Und ich meine, das war sehr, sehr witzig und sehr kreativ. Das finde ich toll. Oh, danke, Herr Grob. Das freut mich total zu hören. Aber eine Sache hätte ich da vergessen. Also, fast. Also, natürlich nur unter einer Bedingung machen wir das hier so weiter. Ich wusste es doch. Unsere Handys werden bestimmt am Morgen oder am Vortag kontrolliert.
Wie bitte? Nein, 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 dafür hat doch keiner Zeit und das darf man doch auch nicht. Nein, ich würde auch gerne in einem TikTok mitmachen. Das sah wirklich sehr, sehr witzig aus. Gerne, Herr Grob, Sie können in meinem TikTok mitmachen. Wir machen das mit der ganzen Schule. Los geht's. Oh, Herr Grob, Sie müssen sich mit der Musik bewegen. Los. Oh, das ist ja spannend. Oh, ich kann mich da ja sehen und welche Musik... Ach so, ja, ja, natürlich. Entschuldigung. Oh, Herr Grob, es tut mir leid, ich bin da noch ein Amateur. Oh Mann, das kann echt ein langer TikTok werden. Oh, lieb, schauen Sie sich das mal an. Ich tanze. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Oh, Herr Grob, man sieht das irgendwie, dass ich schon länger nicht mehr das Tanzbein gesprungen habe. Ich weiß. Aber ich bin frei, dass Sie eine gemeinsame Aktivität mit den Schülern machen. Das finde ich auch gut. Oh Mann, Herr Grob scheint echt der coolste Schuldirektor zu sein. Okay, Leute, wie wollen wir das Bioreferat aufteilen? Ich würde gerne den Anfang machen und vielleicht den Teil mit den Fröschen vorstellen. Wie bitte? Wir machen das selber? Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Oh, ich hab's auch gleich gesagt. Das war ein Fehler, dass Tessa jetzt bei uns hier in der Gruppe ist. Sie hätte in eine andere gehen sollen. Tessa, natürlich müssen wir das Referat selber machen. Das ist doch ein Referat über die Teichbewohner. Das Umweltsystem des Teiches. Also als ob ich das selber mache. In der Grundschule, da hatte ich immer jemanden dafür bezahlt, dass der das macht. So ein Ghostwriter. Ich habe das natürlich nicht selber gemacht. Oh Mann, dann wissen wir jetzt, warum du am Gymnasium bist. Kommt Leute, wir müssen weitermachen. Hey, halt, stopp. Sag mal, habt ihr nicht eine dieses YouTube-Video gesehen von YouTube, was so richtig wenig Daumen nach oben hat und voll viel Daumen nach unten? Und da ist auch keiner dabei, den ich kenne. Ich meine, wo sind denn Nina, Kathi und Kahn? Die anderen kenne ich doch alle nicht. Meinst du etwa die von Spiel mit mir Kinderspielzeug? Das sind total die Loser. Meine beste Freundin war dabei, Dagi Bee. Oh ja, die habe ich gesehen und das ist deine beste Freundin? Wie, was? Ich dachte, ich sei die Einzige, die YouTuber kennt, aber du auch? Was glaubst du denn? Ich kenne sie alle. Ich meine, ich habe Dutzende Freunde, die YouTuber sind. Dagi, Baby, ich kenne sie alle und ich habe auch Musiker und Schauspieler als Freunde. Warte mal, Tessa. Also, habe ich das richtig verstanden? Du kennst Dagi B? Woher kennst du die denn? Hanna, du glaubst ja doch nicht wirklich, dass sie kennt. Ich meine, die soll mal das beweisen. Ich glaube ihr kein Wort. Also, ich muss euch mal gar nichts beweisen. Ich war letztens noch mit ihr in Mailand shoppen. Also, ich weiß das wohl. Okay, das Wort shoppen ist gefallen. Ich werde jetzt wieder gehen. Ich schaue mir andere Videos an. Komm, Emma. Oh, super. Ja, dann lass uns doch Peppa Wutz gucken. Die haben auch nicht so viele... Oh nein, bitte nicht. Die Videos, die sind gut. Leute, jetzt akzeptiert es doch einfach, dass ich berühmte Freunde habe und auch selber ein bisschen berühmter bin als ihr nun mal. Pff, wen kennt ihr denn schon? Also Tessa, ich würde gerne, dass du das beweist, weil ich kann ja genauso sagen, ich kenne The Rock oder sonst wen. Also beweis es uns. Tja Tessa, jetzt wird es langsam ein bisschen schwierig für dich, wa? Gib doch einfach zu, dass du gelogen hast. Oder hast du einfach nur einen Kommentar unter so ein Video geschrieben und dann denkst du, dass du sie kennst. Das ist einfach eine absolute Frechheit und Unterstellung. Natürlich kenne ich sie. Und außerdem werde ich ihr jetzt einfach eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Das ist Beweis genug. Papia, wenn die jetzt wirklich die Nummer von Dagi B hat, dann bin ich total geflasht. Meinst du wirklich, dass sie die richtige Nummer hat? Ich glaube, die veräppelt uns. Die tut nur so. Na gut, dann will ich mal Dagi schreiben. Ich hoffe, sie ist nicht sauer auf mich. Ich war letztens nämlich nicht auf ihrer Party, wo man sich so weiß anziehen musste. Sie schreibt jetzt wirklich. Ich schreibe jetzt einfach, hey Dagi. Wie geht's denn so? Und sie wird auf jeden Fall antworten. Hoffe ich zumindest. Als ob die jetzt antwortet. Das glaube ich überhaupt nicht. Warte jetzt doch mal ab. Sie hat Hey Tessa geschrieben. Naja, sag ich doch. Natürlich kennen wir uns. Wie konntet ihr das nur anzweifeln? Genau. Beste Freundin, sag ich ja. Reicht euch jetzt das als Beweis oder braucht ihr noch mehr? Was hat sie denn jetzt geschrieben? Sie dachte, ich wollte heute vorbeikommen. Ja, werde ich auch, aber später. Ich muss ja noch das Referat mit euch machen. Wohnt die etwa auch hier in Playmobil City? Das kann ich euch doch nicht sagen. Ich schreibe mir das nochmal eben ganz kurz mit dem Referat. Also ich würde mich natürlich jetzt viel lieber mit Dagi treffen, als bei euch zu sein. Oh, sie hat mir einiges zu erzählen. Da bin ich ja mal gespannt. Nein, ich war nicht bei der Beauty Party. Ich hab's leider verpasst. Warst du denn für eingeladen, Tessa? Natürlich. Auf dieser Beauty Party? Klar, ich bin VIP. Ich schreibe ihr nochmal, dass es mir leid tut. Aber sie wird mir das schon nicht übel nehmen. Ich meine, ich bin auch viel beschäftigt. Ich war in New York shoppen.
erstaunt, was sie schreibt. Sie hat gedacht, dass ich komme und damit die Leute sie mit mir sehen. Ich bin nämlich schon fast berühmter als sie selber. Okay, wirklich? Ja, selbstverständlich doch. Wart ihr schon mal in New York? Nein. Da kommt ihr auch überhaupt nicht rein. Das ist nur was für Leute, die reich sind. Oh, sie fragt mich, ob wir mal zusammen einen New York-Vlog machen wollen. Na klar. Tessa in einem YouTube-Video von Dagi B? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ich war schon häufiger in Videos von ihr. Ich stand nur nicht im Titel drin. Oh, sie sagt sogar, dass sich die Fans das wünschen. Und sie wollen mich kennenlernen. Ja, meistens habe ich in den Videos auch nicht so viel gesagt. Ich sage ihr jetzt nochmal, warum ich überhaupt sie angeschrieben habe. Weil du, Hannah, mir das nicht glaubst, dass ich sie kenne. Vielleicht glaube ich es jetzt ja doch. Also anscheinend schreibst du ja mit Dagi. Ich frage sie mal, was sie überhaupt darüber denkt. Die findet das bestimmt total lächerlich. Und sie hat es auch nochmal bestätigt, wir kennen uns auf jeden Fall. Und sie hat dich ja Bestie genannt. Wir sind ja auch beste Freundinnen. Ich dachte mal, Tessa hätte keine Freundinnen. Natürlich habe ich Freundinnen. Ich habe ihr auch die Idee gegeben zu ihrem neuen Produkt. Okay. Du warst ihre Inspiration dafür? Okay, also ich glaub's jetzt. Aber ich gönne es ihr. Sie hat den Erfolg wirklich verdient. Schon peinlich, dass ich überhaupt mit euch rumhänge. Naja, es ist ja nur für das Referat. Jetzt hat sie nochmal geschrieben. Sag deiner Cousine, dass Tessa und Dagi B beste Freunde sind. Die allerbesten Freunde, sag ich doch. Ist das jetzt Beweis genug? Mann, oh Mann, das ist ganz schön peinlich gewesen. Jetzt muss ich sie extra anschreiben, nur wegen euch. Tschüss, bye. Oh, das ist ja total krass. Du kennst Dagi B wirklich. Hab ich doch gesagt. Ich kenne sie alle. Ich kenne Dagi, ich kenne Bibi, ich kenne Julian, alle. Oh, Bibi, also, sie ist echt mein Vorbild. Ich würde so gerne mal mit ihr schreiben. Bitte, 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 Tessa. Also, ich kann nicht versprechen, dass sie dir antwortet. Und ich find's auch nicht gut, aber dann schreib doch mit Bibi, wenn's dich glücklich macht. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Und das ist wirklich Bibis Nummer? Ja doch, jetzt schreib endlich. Ich schreib mal als erstes Bibi. Ob sie das wohl wirklich ist? Bist du die echte Bibi von Bibis Beauty Palace? Ja, Fragezeichen hat sie schon geschrieben. Oh Mann, ich bin so gespannt, ob sie es wirklich ist. Sie hat wieder geschrieben. Klar, ich bin's, Bianca. Oh Mann, wie ist das wirklich? Wie cool ist das denn? Was ist denn, Tessa? Ich bin doch gar nicht Tessa. Oh mein Gott. Ich bin's, Hannah Vogel. Du kennst ja meine Cousine. Und, naja, ich bin halt Hannah. Oh Mann, du kennst ja wirklich Bibi. Was ist los mit dir heute? Ach, sie denkt, ich wäre Tessa. Ich bin Hannah. Also, ich bin Tessas Cousine. Ach so, jetzt hat sie es verstanden. Oh Mann, was soll ich sie denn alles fragen? Ich bin so aufgeregt, dass ich wirklich mit Bibi schreiben darf. Oh, Tess hat anscheinend von mir erzählt. Ich bin ein Riesenfan von dir, Bibi. Ich finde dich so cool.
Wie geht es dir? Und ich muss auf jeden Fall noch nach dem Baby fragen. Ist ja ein kleiner Junge. Ich find's voll süß, dass Bibi jetzt eine Familie hat. Ich finde auch voll gut, dass sie jetzt immer Familienvlogs macht. Ach, ganz gut geht's ihm. Und grüß auf jeden Fall auch mal Julian von mir. Also nicht Julian Vogel, sondern den Freund von Bibi. Oder den Mann. Danke, bei meinem Kleinen ist alles super. Oh Mann, ich würde mich so gerne mal mit Bibi verabreden. Und sie grüßt auch Julian von mir. Ich habe alle deine Videos gesehen. Hast du schon unseren Weihnachtsbaum gesehen? Oh ja, das Video habe ich auch gesehen. Der ist riesengroß. Der ist wirklich richtig, richtig groß. So einen großen Weihnachtsbaum hätte ich auch gerne mal. Ich glaube, Bibi, die musste auf eine Leiter steigen. Voll schön, so ein großer Weihnachtsbaum. Ich frage sie mal, ob sie bald neues Bilou rausbringt. Ich liebe Bilou. Ich hatte ja sogar schon mal eine Bilou-Party. Das schreibe ich ihr mal. Die wird sich sicher freuen, dass ich schon mal eine Bilou-Party hatte. Oh Mann, das kann sie mir leider nicht sagen. Ist das ein Geheimnis? Bitte, sag schon. Aber ich kann dir welches schicken, wenn du möchtest. Ja, klar will ich das. Oh Mann, wie cool. Alle Sorten? Oh, cool. Das ist ja fast wie Weihnachten. Nur für dich. Bibi ist echt so nett. Ich werde Bibi mal ein Foto von mir schicken, damit sie mich auch mal sieht. Das bin ich. Hanna Vogel. Oh Mann, jetzt kennt Bibi mich auch. Und ich kenne Bibi. Oh, okay. Naja, Tessa ist viel hübscher als du. Sorry. Wie gemein. Das ist aber nicht so nett von ihr. Also ich meine, Tessa ist vielleicht ganz hübsch, aber ich bin doch auch ganz hübsch. Eigentlich. Und das Oberteil gefällt mir gar nicht? Findest du? Findest du, dass ich nicht hübsch bin und dass mein Oberteil nicht schön ist? Sorry, ist aber so... Was ist denn mit Bibi los? Die ist ja sonst eigentlich doch immer so nett. Ich sehe heute wieder super aus. Guck mal. Ja, stimmt ja, dass Bibi immer super aussieht, aber dass sie sagt, dass ich nicht gut aussehe, finde ich schon fies. Was ist das denn? Das ist doch Nils auf dem Foto. Das erkenne ich doch schon so. Oh nein. Moment, falsches Bild. Warum sollte Bibi mir ein Foto von Nils schicken? Bist du das? Ist das etwa Nils, der die ganze Zeit mit mir schreibt? Haben die mich etwa veräppelt? Tessa? Du kennst gar nicht Bibi. Das ist Nils die ganze Zeit, der hier mit mir schreibt. Nein, nein, ich bin Bibi. Du bist die ganze Zeit... Mann. Die ganze Zeit schreibt Nils mit mir? Nein, tu dir nicht. Bilou und so. Wie fies das ist. Boah, Tessa, ihr seid so gemein.
Ich habe echt geglaubt, das wäre Bibi. Ich habe mich so gefreut, dass ich endlich mal mit meinem Idol schreiben konnte. Also, ist das jetzt nicht Nils? Aha, mhm. Als ob Bibi ein Foto von Nils rumschickt. Ist nicht Nils. Nein, nein. Ich bin Bibi. Natürlich ist es Bibi. Deine YouTuberin. Und was sagt Nils wohl, wenn ich sage, dass Nils die hässlichsten Klamotten überhaupt hat? Oder was sagt Bibi wohl dazu? Nils hat echt die hässlichsten Klamotten der Welt. Und wenn es Bibi ist, wird die das auch einsehen. Was? Aha, das kann einfach nicht Bibi sein. Die würde die Klamotten von Nils auch hässlich finden. Das stimmt nicht, boah, Hannah. Es ist auf jeden Fall Nils. Ja, ich bin's, Nils. Oh, jetzt hat er es zugegeben. Na toll, Tessa. Oh, Nils. Ich bin einfach nur schockiert von euch. Ich habe nur coole Klamotten von Versace, damit das klar ist. Ist mir doch egal, ob das von Versace ist. Die Klamotten von Nils sind nicht schön und meine sind schön. Ich bin so sauer. Ihr kennt also gar nicht Dagi und Bibi. Ich bin so enttäuscht von euch. Tessa, wie kannst du mir sowas antun? Ich bin wirklich so enttäuscht von dir und von Nils auch. Ich hab mir das schon gleich gedacht. Das war so klar, dass du uns veräppelst. Du kennst gar keinen. Was? Nein, das war doch nicht Nils. Ich kenne sie alle. Ich kenne Dagi, ich kenne Bibi. Habe ich euch doch gesagt. Oh, Nils, der ist total in die Falle getappt. Und Hannah, gib mir jetzt sofort mein Telefon wieder. Das ist total viel wert. Also, her damit. Ihr versteht es einfach nicht. Ihr kennt keine bekannten Leute. Ich schon. Es ist was ganz anderes. Das ist sowas von gelogen, Tessa. Genau. Nils hat ein Selfie von sich geschickt, als es um ein Foto von Bibi ging. Mann, voll peinlich. Kinder, was ist denn hier los? Warum streitet ihr euch denn? Das ist alles nur Tessas Schuld, Mama. Die hat uns nämlich angelogen. Sie hat gesagt, sie kennt ganz bekannte YouTuber. Tante Claudia, das ist einfach nicht wahr. Ich kenne die wirklich. Und ich meine, Maren, also meine Mama, die kennt auch die ganzen Schauspieler. Das weißt du doch, Claudia. Tessa, das hat deine Mama wirklich früher auch immer erzählt, dass sie irgendwelche Musiker und Schauspieler kannte. Keine Ahnung, Backstreet Boys, alle. Das ist nicht wahr gewesen. Ihr braucht euch nicht darüber streiten. Tja, dann haben wir's. Das liegt bei euch in der Familie, Tessa. Ja, weil wir eine Familie sind. Das lasse ich mir doch nicht bieten, mich hier als Lügnerin hinzustellen. Ich gehe jetzt. Ich werde jetzt meinen Laptop nehmen und hier einfach rausspazieren. Tschüss. Moment mal gerade. Das ist mein Laptop. Willst du jetzt auch noch klauen, Tessa? Ach, Entschuldigung, ich würde sowas natürlich nie anfassen. Ich habe einen eigenen Zuhause. Habe ich verwechselt. Tessa, du musst doch jetzt nicht wirklich abhauen. Bleib doch hier. Was ist denn mit dem Referat? Ihr seid doch bestimmt noch nicht fertig. Ich lasse mir das einfach von wem anders machen, das Referat. Das werde ich bezahlen. Und na gut, dann kenne ich eben keine bekannten Leute. Na und? Ach herrje, das kenne ich doch irgendwoher. Tante Maren war früher genauso drauf. Wir haben uns ständig wegen solchen Sachen gestritten. Oh Mann, ich hätte niemals geglaubt, dass Tessa so übertreibt und dann mit Nils zusammen so eine Rolle spielt. Ich habe das echt geglaubt. Ich werde es auf jeden Fall in der Schule rumerzählen. Das wird sowas von lustig. Tessa kennt total die Berühmtheiten. Pff, voll nicht. Ach, voll schade, dass Deutschland schon raus ist. Aber wir können uns ja das Spiel angucken, Dave. Und weißt du, was auch richtig heftig ist? Dass Mats Hummels letztens bei uns in der Schule war. Ah ja, ich war ja ein bisschen erkältet und so. Ich kann es nicht glauben, dass ich den wirklich verpasst habe. Ist denn sonst noch irgendwas passiert? Nö, Dave. Was soll denn sonst noch passiert sein? Ah, okay. Puh, zum Glück weiß er nicht, dass Hummels mich geküsst hat. Das Spiel ist echt spannend. Hey, hallo. Oh, toll, ihr habt den Laptop. Kann ich vielleicht ein bisschen Fußball gucken? Oder vielleicht können wir ja auch zu dritt schauen. Oh, ich will nur das Spiel sehen. Oh, Julian, eigentlich wollten Dave und ich das zu zweit schauen. Also kannst du nicht runtergehen und das mit Mama und Papa gucken? Hannah, lass ihn doch. Dann können wir hier halt ein bisschen zu dritt gucken. Ist doch nicht schlimm. Also ich hätte nichts dagegen. Siehst du, sogar Dave hat nichts dagegen. Und außerdem... Ach, Julian. Mama und Papa, die gucken sich irgendeine Serie an. Papa wollte zwar auch die WM gucken, aber Mama hat gesagt, die gucken jetzt die Serie. Und er ist, glaube ich, gezwungen, da mitzugucken. Kann ich nicht hierbleiben, bitte? Du guck mal, Julian. Also, Dave und ich, wir haben uns ja verabredet. Wir wollen das gerne zu zweit schauen. Kannst du dich irgendwie rübergehen und das mit Emma gucken? Oder irgendwie auf dem Tablet oder so? Oder doch Mama und Papa überreden? Bitte, Julian. Oh ja, gut, dann gehe ich halt eben. Du willst mich halt nie dabei haben. Weißt du was? Ich glaube, du willst mich gar nicht als Bruder haben. Ach, Julian, jetzt übertreibst du. Das finde ich echt traurig. Das meine ich doch gar nicht. Ja, ja.
Ist mir egal, ich gehe jetzt. Und ich hab dich wirklich gerne als Schwester. Ich würde dir nie was Böses tun oder so, aber du willst mich ja nie dabei haben. Oh Mann, Julian ist heute total die Drama-Queen. Irgendwie schon. Und, ach ja, bevor ich vergesse, Dave, was sagst du denn dazu, dass Hummels seine Freundin geküsst hat? Hä? Oh, Julian, Anna? Das wusste er nicht. Anna, wie konntest du mir sowas nicht erzählen? Wie, Hummels hat dich geküsst? Das ist doch ein Fußball-Sound. Warum hast du mir das nicht erzählt? Tja, ich hab halt immer was in der Hinterhand, Hanna. Oh, Dave, der hat mich nur auf die Wange geküsst. Ach, das nur. Ist doch ein erwachsener Mann. Ich hab's dir noch nicht erzählt, weil ich Angst hatte, dass du eifersüchtig wirst. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das hast du jetzt erreicht. Also, warum erzählst du mir das denn nicht? Ich hätte vielleicht nur ein bisschen nur geschimpft. Wange. Oder eigentlich gar nicht. Also, dass du Hummels so Fußball sei. Ich gehe. Oh, Dave, bitte bleib hier. Dave, komm schon. Nee, tut mir leid, ich gehe jetzt. Wir sehen uns morgen oder übermorgen. Ich weiß jetzt nicht. Also, ich hätte damit kein Problem, aber warum hast du es mir nicht erzählt? Oh, toll. Alles wieder Julians Schuld. Der kann jetzt sein blaues Wunder erleben. Für den schlimmsten Fall, um mich bei Julian zu rächen, habe ich etwas in der Hinterhand. Und das habe ich schon lange aufbewahrt und heute ist es soweit. Oh, ist das schön, wenn Hannah und Dave sich streiten. Eigentlich wollte ich das nicht sagen, aber sie wollten mich halt beim Spiel nicht dabei haben. Pech gehabt. Julian, bist du hier? Ja. Mia ist am Telefon. Für dich? Oh, was? Wie bitte, Mia? Oh, die hat ja so lange nicht mehr angerufen. Oh, ich habe sie schon richtig vermisst. Ja, gepär. Ja, dann hier, Julian, du Badenixe. Was? Die ist noch dran. Badenixe, also bitte. Hey, Mia! Ja, alles gut. Und bei dir? Wie? Nein, ich zieh doch kein Bikini an. Also bitte, was lachst du denn jetzt? Hey, nein, das finde ich nicht so lustig. Ich hab doch... Was für Bilder? Nein, niemals. Hä, woher weiß Mia das von den Bildern? Das ist doch schon jetzt fast 2-3 Jahre her und das war auch nur ein Spiel. Komisch, woher sie das weiß. Na, Julian, du hast ja wirklich eine richtig tolle Bikini-Figur. Wie, was? Das ist dein Erfolgsgeheimnis. Hey, was? Nein, ich habe keine tolle Bikini-Figur. Also ja, vielleicht, aber ich zieh doch kein Bikini an. Außer, wo wissen die das denn jetzt auf einmal? Hey, Mama, also, warum hast du mich denn Badenixe genannt? Also, ich wollte mal nur so aus Neugier fragen. Julian, also ich dachte immer, dass du eigentlich gerne Badehosen anziehst, aber naja gut, ein Bikini ist ja auch gar nicht so schlecht. Ich zieh keinen Bikini an. Woher kommst du denn jetzt auf diese Idee, Mama? Also, woher wissen die das denn jetzt nur? Das ist schon 2 Jahre oder so her. Oder hat irgendjemand hier so ein Gerücht? Ja, jemand lügt doch. Mama, wer hat dir das erzählt? Julian, ich weiß nicht, wovon du redest. Also, mir hat das keiner erzählt. Ich hab's. Und warum sagst du das denn jetzt? Gesehen. Im Internet? Was? Nichts. Oh, das kann doch nicht sein. Also, mir hat was von Bildern gesagt und von diesen Bildern, also. Da weiß nur Hannah Bescheid und die hat gesagt, die hat sie schon gelöscht. Hey, Hannah, liebste Schwester. Ich wollte dich was fragen. Also, du weißt doch noch diese Bikini-Bilder, ne? Wegen diesem einen Spiel, was wir einmal gespielt haben. Die hast du doch schon gelöscht, oder? Ach nee, wer kommt denn da angekrochen? Julian Vogel? Meinst du etwa diese Bilder? Guck mal auf den Bildschirm. Wie, welche? Nein. Das kann doch nicht sein. Hannah, was hast du da gemacht? Ist das... Das ist doch Instagram, oder nicht? Oh nein, haben das andere Leute schon gesehen? Sag schon! Ja, Julian, schon über 200 Likes was? Dieses Foto. Nein, das geht doch bitte raus! Ich lösche die jetzt allein. Wie geht das? Ich lösche das jetzt. Her mit dem Laptop. Finger weg, Julian. Solange du dich nicht entschuldigst, bleiben für die da drin. Was denn? Was habe ich denn gemacht? Ja, was hast du wohl gemacht? Hanna, du nimmst jetzt sofort diese Bilder da raus. Du hast gesagt, du hast sie gelöscht und... Oh, das ist sowas von peinlich. Los! Julian, ich hab schon gerade gesagt, ich lasse sie so lange los da drin, jetzt. Bis Nein. du dich entschuldigst. Weil jetzt ist Für Dave sauer auf mich. Und weil wegen Hummels, weil du das verraten hast, das war ein Geheimnis. Oh, ja gut, okay. Ich entschuldige mich dafür, dass ich das erzählt habe. Du bist die beste Schwester und auch die beste Aussehendste. Oh Gott, hab ich das wirklich gesagt? Bitte nimm die Bilder wieder raus. Bitte. Also gut, Julian. Was sagst du zu meinen Haaren? Ja, die sind wieder super, wunderschöner Zopf. Okay, ich lösche die Bilder. Oh Gott sei Dank. Boah, die sind jetzt aber wirklich nicht mehr drin, oder? Ja, sind gelöscht. Oh, okay, super. Boah, war das knapp. Oh, zum Glück weiß sie nichts von meinem peinlichen Musical.ly. Oh Mann, das wäre mal richtig peinlich. Naja, immerhin hat er sich entschuldigt. Und falls nochmal sowas vorkommen sollte, habe ich ja zum Glück noch das peinliche Musical.ly von ihm. Julian, bist du schon wach? Stehst du auf? Komm, die letzten Tage noch in der Kita, dann hast du es geschafft. Oh ja, stimmt ja. Nur noch ein paar Tage in der Kita. Also, bitte raus aus den Federn und mach dich schon fertig. Du bist spät dran. Oh, das ist ja klasse. Nur noch ein paar Tage in der Kita. Und dann bin ich kein Kita-Kind mehr, sondern bald ein Schulkind. Naja, okay, erst bin ich ein Sommerferienkind und dann kommt die Schule.
Das wird sowas von super. Ich komme auf die Grundschule von Hannah und dann komme ich in die erste Klasse. Ich weiß aber noch nicht, ob 1A oder 1B. Mal schauen. Yes, kein Kita-Kind mehr. Bald. Ja, weil dann bin ich ja das Kita-Kind und es kann nur ein Kita-Kind geben in der Familie Vogel. Ja, stimmt ja. Du kommst ja in die Kita. Mhm. Naja, aber ich bin das coolste Kita-Kind hier im Haus gewesen zumindestens. Ach ja, das werden wir ja noch sehen. Ich werde jetzt ein paar Jahre in die Kita gehen und dann können wir doch mal drüber reden, wer das coolste Kita-Kind war. Mhm. Hey Mama, ich habe schon meine Sachen gepackt. Ich gehe jetzt, ich frühstücke nicht zu Hause. Julian, wirklich nicht? Ich habe extra Croissants für dich besorgt. Komm schon. Mama, das sieht auch ziemlich lecker aus, aber ich will jetzt die letzten Tage noch in der Kita frühstücken mit meinen Freunden, mit meinen besten Freunden. Deswegen, bitte. Weil ich werde die richtig vermissen. Die sind richtig cool und immer nett zu mir gewesen, obwohl ich eigentlich immer ziemlich fies war. Deswegen will ich die letzten Tage mit meinen Freunden verbringen. Also ihr glaubt nicht, also ich, wo ich das gesehen habe, ich musste sowas von lachen. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Oh Mann, und was für Klamotten der anhatte. Ah, da kommt er. Hey, guten Morgen, Leute. Guten Morgen, Brigitte. Oh, ich freue mich heute richtig auf die Kita. Ach, guten Morgen, Julian. Du bist ja richtig gut gelaunt, na? Freust du dich schon, bald auf die Schule zu gehen? Aber sowas von. Hey, Leute, guten Morgen. Ihr seid ja schon alle da. Na, was sollen wir spielen? Also, wie wär's, wenn wir mit Barbie spielen heute Morgen? Das gefällt dir bestimmt, oder? Steve, doch nicht so laut. Das merkt er doch sonst. Julian, wir können gerne im Bällebad zusammen spielen. Ja, okay, im Bällebad ist in Ordnung. Mit Barbie, Steve? Nein, ich spiele doch nicht gerne mit Barbies. Wie kommst du nur drauf? Aber Barbie Lieder singen, da stehst du drauf, ne? Ach nichts, Julian, wir warten hier im Bällebad auf dich. Also Leute, tut mir leid, aber ich kann das nicht den ganzen Tag für mich behalten. Also sonst mach ich mir noch in die Hose vor Lachen, das ist so witzig. Hey, was ist denn mit euch los? Ihr seid irgendwie heute voll komisch drauf. Wollen wir jetzt nicht spielen? Ja, können wir machen, Julian. Und weißt du was, ich habe auch ganz viele Barbies zu Hause. Willst du mal bei mir vorbeikommen und dann spielen wir zusammen? Nein, ganz bestimmt nicht. Sarah, was soll das denn hier mit Barbies? Ist heute irgendwie der Barbie-Tag bei uns in der Kita? Also, das geht nicht mehr. Brigitte, komm mal her, ich muss dir was erzählen. Wo geht denn jetzt Steve hin? Hey, Steve, bleib doch hier! Oh, was ist denn heute los hier in der Kita? Sag mal, ihr seid voll komisch drauf. Vielleicht weil die letzten Tage hier der Kita sind und ihr werdet mich vermissen, oder? Ja, wir werden dich total vermissen, Julian. Dich und deine komischen Tänze. Hä? Also, ich hab doch nur mein I like to move it dance. Also, mehr hab ich doch gar nicht. Warum denn Tänze? Julian, du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet. Wollen wir mal zusammen mit Barbie spielen? Komm doch mal bei mir vorbei. Ich habe auch eine Barbie mit ganz langen Haaren. Die kannst du frisieren. Oh, Ashley, nein, habe ich dir eben schon gesagt. Warum sollte ich das denn machen? Hast du es nicht verstanden? Warum sollte ich mit Barbie spielen? Barbie ist was für Mädchen und ich bin Junge. Ich mache sowas nicht. Ja, genau. Julian steht natürlich nicht auf Barbie. Er würde auch niemals einen Barbie-Song singen. Auf gar keinen Fall. Also, da wäre ich mir nicht so sicher. Julian, wie sieht's denn aus? Hast du noch nie so einen Barbie-Song getanzt, oder wie sieht das aus? Hä, nein, selbstverständlich nicht. Also, wollt ihr mich heute ärgern, wisst ihr was? Ich geh jetzt nach oben. Oder, nein, die wissen niemals von diesem Video. Das hatte ich doch gelöscht. Oh Mann, Julian, du kannst ruhig zugeben, wenn du auf Barbie stehst. Wir stehen doch alle auf Barbie. Ist doch egal, ob Junge oder Mädchen. Sarah, ich aber nicht. Was soll ich denn mit Barbie? Nein, und dann noch... Wie? Barbie-Song? Nein, niemals! Oh, ihr nervt! Brigitte, kannst du uns einen Gefallen tun? Kannst du einmal ganz kurz deinen Laptop holen? Ich will dir unbedingt was zeigen! Ach, Kira, das kann ich gerne machen. Steve hat mich auch schon gefragt, was ist denn das genau, was ich euch da vorführen soll auf dem Laptop? Oh, wisst ihr was? Ich habe jetzt keine Lust auf euch. Das sind die letzten Tage hier in der Kita und ihr seid voll fies. Warum sollte ich mit Barbie spielen? Sowas würde ich niemals machen. Oder habt ihr Beweise dafür? Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Siehst du? Das ist wirklich Julian? Ja, natürlich! Ich kenne ihn ja fast gar nicht, wie er sich so bewegt. So wirklich! Oh Mann, ist das peinlich! Was ist das für ein Lied überhaupt? Sowas hört er? Und guck mal, was er anhat! Ich glaube, das ist von seiner Schwester! Oh, das ist sowas von peinlich! Wie kann er das nur beim Musical reinstellen? Steve, das hat er nicht reingestellt! Siehst du nicht, das ist Hannas Profil! Okay, Leute, ich habe mich beruhigt, weil es sind ja jetzt die letzten Tage in der Kita und wir sollten uns gut verstehen und... Hä, was macht ihr denn da? Julian, jetzt mal ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, dass du so toll tanzen kannst. Wo hast du das denn gelernt? Also den I Like To Move It Dance, den kenne ich ja schon, aber das? Hä, was meinst du? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, wo kommt das denn her? I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life of plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Come on, Barbie, let's go party. Oh Gott, nein! Wie konnte das Hannah nur tun? Was habe ich ihr denn getan? Oh, letztens nach den peinlichen Bildern bei Instagram und jetzt das bei Musical.ly. Was soll das denn? Ich dachte, dieses Video wäre gelöscht. Julian, das ist doch gar nicht peinlich. Ich meine, jeder möchte doch irgendwie so sein wie Barbie, oder? Du auch.
Also, Julian, ich wusste gar nicht, gibt's auch einen Monster-High-Song, den du gerne singen würdest? Oh, ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt. Ich finde, Julian sieht zuckersüß aus und das Outfit ist auch total toll. Julian, wo hast du das her? Das hätte ich auch gerne. Ja, Julian, wo hast du das her? Oh, das gibt's doch nicht, Hanna, wie konntest du nur? Oh, die kriegt sowas von Ärger. Hey, das ist gar nicht witzig. Hanna! Hanna, wo bist du? Hanna! Oh, sie ist bestimmt jetzt... Hanna, wo bist du? Komm sofort hier hin, wir müssen mal miteinander reden. Hallo erstmal. Ich glaube, da gibt's Ärger. Julian ist ziemlich geladen. Oh Mann, das wäre ich auch, wenn ich so tanzen würde wie er. Hier bist du ja. Hanna, was soll das überhaupt? Warum hast du das getan? Ich hab dir doch gar nichts... Ich hab doch gar nichts gemacht. Warum packst du das in mein Musical rein? Bist du verrückt geworden? Ach, Julian, was ist denn los? Also, hallo erstmal. Ich habe überhaupt gar nichts beim Musical von dir reingepackt. Aha, was hast du? Ach so, das denkst du. Ja, dann guck mal bei dir auf der Musical.ly-Seite. Was soll das überhaupt? Auf meiner Musical.ly-Seite? Ja, guck mal. Siehst du? Julian, Was? Ich dachte eigentlich, das wäre auf privat und ich habe das nicht auf öffentlich gestellt. Das muss aus Versehen passiert sein, Julian. Lösch das jetzt sofort. Wo hast du das überhaupt her? Ich dachte, das hätten wir alle gelöscht. Julian, tut mir leid. Ja, hast du es gelöscht? Ich lösche es sofort. Sofort? Also, ich hatte das eigentlich auf privat. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Dann nimm sofort raus. Also ich verstehe nicht, warum hast du dieses Video denn noch? Kannst du es bitte ganz löschen? Oh Mann, ja. Jetzt hat die ganze Welt, glaube ich, gesehen. Julian, ich wollte das wirklich nicht. Also Aha. Das war nicht extra, tut mir leid. Aber weißt du was, Julian, du bist auf die Trendseite gekommen. Ich habe 200 Abonnenten mehr. Oh toll, so viele Leute haben das gesehen. Oh, ist das peinlich, Hanna. Warte, Julian, können wir nicht noch eins aufnehmen? Dann kriege ich noch mehr Follower. Was? Nein! Oh, jetzt hat's die ganze Welt fast gesehen. Oh, toll, sowas von peinlich. Und das kurz bevor ich in die Schule komme. Ich hoffe, das hat keiner meiner zukünftigen Schulkameraden gesehen. Also Julian, ich find's ein bisschen gemein. Du sagst, du willst nie mit Puppen spielen, aber dann singst du ein ganzes Lied über Barbie. Kapier ich nicht. Oh, klasse, Emma hat's auch gesehen. Oh Mann, ist das peinlich. Habt ihr Filmvorschläge? Ich finde, wir sollten uns einen richtig tollen Abend zu dritt machen. Oh ja. Ach, machen Schnüssel. Die letzten Wochen waren wirklich anstrengend, aber jetzt bist du wieder in Bestform. Kaum hat man es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht, klingelt's an der Tür. Wer mag das wohl sein? Ach, es ist meine Schwester. Hey, Maren. Och nö, Tante Maren. Oh, hoffentlich hat sie die Kinder zu Hause gelassen. Hoffentlich. Hallo, Claudia. Na, also, wir haben uns länger nicht gesehen, aber du hast dich nicht verändert. Wieso sollte ich mich auch verändert haben? Wir haben uns doch erst letztens gesehen, oder? So lange ist es nicht her. Mir kommt's schon vor, als wäre es eine ganze Weile her. Naja, ich schaue mich mal ein bisschen bei euch um. Oh, hier hat sich ja wirklich gar nichts verändert. Immer noch dieser langweilige Stil. Keine Designermöbel. Oh, schrecklich. Maren, warum bist du jetzt nochmal genau hier, um uns schlecht zu machen, oder? Oh, Claudia, nein, das habe ich nicht nötig. Schau doch mal, fällt dir irgendwas an mir auf? Ich habe ein schickes neues Designerkleid. Ja, ganz wunderbar, Maren. Ist das nicht ein bisschen übertrieben so für den Alltag, aber steht dir wirklich gut. Claudia, du könntest sowas auch mal vertragen, also du mal in deinen langweiligen Klamotten. Willst du vielleicht mal endlich aufhören, mich hier zu beleidigen? Warum bist du jetzt genau hier? Also wenn du jetzt wirklich nichts anderes zu sagen hast, außer dass wir altmodisch eingerichtet sind, du meine Klamotten blöd findest, dann kannst du gleich wieder gehen. Och, Claudia, jetzt stell dich doch nicht so an. Nein, ich bin aus einem ganz anderen Grund hier. Ich habe was super Tolles vor. Ich habe ja dieses tolle neue Kleid und ich dachte mir, wir könnten doch mal eine Instagram-Schwestern-Challenge machen. Eine was? Eine Schwestern-Challenge? Instagram? Hä? Och, Claudia, jetzt sag doch nicht, dass du das nicht kennst. Ja, ich habe total viele Follower und wir könnten doch eine Beauty-Challenge machen. Wer von uns das coolere Outfit und die cooleren Haare hat? Was sagst du? Ganz ehrlich, Maren, ich glaube nicht, dass ich das nötig habe. Und außerdem ist das nichts für mich. Instagram? Ist das nicht was von Teenagern? Aber Mama, du bist doch auf jeden Fall die Schönere genau, von beiden. Genau, du hast doch nichts zu befürchten. Du kannst doch da mitmachen. Glaub mir, Mama, wir werden auf jeden Fall für dich stimmen. Du bist die Schönere. Ach, das ist lieb, ihr beiden, aber ich mache mir wirklich nichts da draus. Ich werde jetzt nicht hier irgendwie in einem Schönheitswettbewerb teilnehmen. Och, Claudia, komm schon, tu mir das jetzt nicht an. Das kommt total gut bei meinen Followern an. Komm schon. Jede von uns hat kurz Zeit, sich zu stylen und dann treffen wir uns wieder und dann fragen wir meine Follower, wer es besser hingekriegt hat. Los, komm schon. Mama, mach doch einfach mit, ist doch gar kein Problem. Du hast doch ganz viele schöne Klamotten und wir können dir auch helfen, dir die Haare zu machen. Also, ich bin nicht so ganz begeistert davon, aber wenn es dich glücklich macht, Maren, dann bin ich eben mit dabei. Okay, perfekt. Die Zeit läuft ab jetzt und jeder hat eine Stunde Zeit, sich neu zu stylen. Los geht's! Und Claudia, du musst echt was machen. Also, du hast sonst null Chancen gegen mich. Bitte was? Ja, du hast mich schon verstanden. Ich weiß, was meine Follower lieben.
Ja, genau. Da bin ich aber froh, dass ich keine Follower habe. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Follower? Komm, Mama, das ist deine Chance. Wir werden dir helfen. Du wirst auf jeden Fall gewinnen. Du bist die schönste Mama der Welt. Na gut, jetzt ist es eine wirkliche eine Herausforderung jetzt hier. Was soll ich denn anziehen? Guck doch mal in deinen Kleiderschrank, Mama. Vielleicht deinen Winterpullover. Also, meine Winterklamotten, die gefallen mir wirklich richtig gut. Ich finde, das steht mir. Aber meine Schwester hatte doch ein Kleid an. Vielleicht sollte ich auch besser ein Kleid anziehen. Und? Wie ist das so? Gefällt euch das auch? Mama, du kannst eigentlich alles tragen. Ich finde, das steht dir alles gut. Ich kann mich auch gar nicht entscheiden. Zieh einfach das an, was du am besten findest, worin du dich wohlfühlst. Aber kein Jogginganzug. Also gut, wenn ich ehrlich bin, gefällt mir das Outfit wirklich am besten. Das habe ich jeden Tag an und deshalb gefällt es mir ja auch so gut. Und meine Haare, ich meine, das ist meine Frisur. Die finde ich schön. Ich bin halt Claudia Vogel und so sehe ich nun mal aus. Ist jetzt wirklich schon eine Stunde rum? Da steht doch jetzt nicht Maren schon vor der Tür, oder? Da bin ich wieder, Claudia. Ich war gerade noch schnell beim Friseur. Wirklich? Was wirklich? Guck doch mal, ich habe eine tolle neue Frisur. Sieht das nicht klasse aus? Im Gegensatz zu dir, du hast ja gar nichts mit dir gemacht. Deine Haare, struppelig wie immer, fallen einfach so runter. Was hast du denn jetzt schon wieder an meinen Haaren auszusetzen? Die sind überhaupt nicht strubbelig. Du bist strubbelig. Naja, musst du ja selber wissen. Ich würde niemals für dich stimmen. Dann geht's jetzt los mit meiner Challenge. Hallo liebe Follower, heute willkommen zu unserer Schwestern-Challenge. Hier seht ihr mich perfekt gestylt, Maren Schnösel und... Also ehrlich dann werde ich euch jetzt meine Schwester präsentieren. Hallo, ja. Ja, hier, das ist meine Schwester Claudia und ihr könnt natürlich gleich abstimmen. Wer hat das bessere Styling? Ja, hallo, ich bin Claudia Vogel. Guten Tag. Das war's schon. Das war meine Instagram-Challenge. Jetzt müssen meine Follower nur noch abstimmen, wer das coolere Outfit hat. Aber naja, wir wissen ja schon, wer wahrscheinlich gewinnen wird. Boah, bin ich froh, dass es jetzt rum ist. Dann gehe ich mal wieder aufs Sofa zu meinen Kindern. Es haben ja schon 100 Leute abgestimmt. Das gibt es doch nicht. Oh Mann. Claudia, ich muss los. Also es hat leider nicht funktioniert. Das wird nichts mit unserer Challenge. Naja, tschüss. Also das tut mir jetzt natürlich wirklich leid für Marien. Jetzt habe ich extra hier alles mitgemacht. Sie war beim Friseur und jetzt hat das nicht funktioniert. Oh, schade. Und jetzt ist sie auch wirklich schnell abgehauen. Hat es vielleicht doch funktioniert und sie konnte nur ihre Niederlage nicht verkraften? Das wäre ja was, wenn ich gewonnen hätte.